Hallo meine Lieben, heute gibt es einen leckeren Johannisbergkuchen. Bei uns in der Region wird das Ganze Träubleskuchen genannt. Und jetzt ist ja auch der perfekte Zeitpunkt, um mit Johannisbeeren etwas zuzubereiten, da es gerade die Saison dafür ist. Jetzt habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar sollte der Kuchen am gleichen Tag, wenn möglich, jetzt gegessen werden, weil der Kuchen sonst sehr schnell durchweicht. Wenn ihr den Kuchen aber über ein, zwei Tage essen möchtet, dann macht es einfach so, dass ihr einfach 200 Gramm weniger Johannisbeeren benutzt bei dem Rezept. Jetzt würde ich sagen, wir starten und ich zeige euch die Zutaten. Wir brauchen für den Boden 250 Gramm Mehl, 125 Gramm kalte Butter, 65 Gramm Zucker und 2 Eigelbe. Für den Belag später brauchen wir 500 Gramm Johannisbeeren, die habe ich bereits gewaschen, trocken getupft und abgezupft, 100 Gramm geschälte und gemahlene Mandeln, 2 Eiweiße, 125 Gramm Zucker und einen Esslöffel Vanillezucker. Als erster wird jetzt der Teig hergestellt. Dazu gebe ich das Mehl, die Butter, die 2 Eigelbe und die 65 Gramm Zucker auf die Arbeitsfläche. Und das Ganze wird jetzt einfach einmal schön durchgeknetet, bis ein Teig entsteht. Sobald sich alle Zutaten schön miteinander verbunden haben und ein Teig entstanden ist, forme ich mir jetzt hier eine Kugel daraus und wickle diese dann in Glassichtfolie ein. Und so muss der Teig jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank. So, der Teig war jetzt eine Stunde im Kühlschrank und ist jetzt schön durchgekühlt. Und nun bemehle ich meine Arbeitsfläche mit etwas Mehl. Und hier drauf rolle ich mir den Teig jetzt schön rund aus, dass er in etwa in eine 26er Springform hineinpasst mit Rand. Dass der Teig reißt, ist ganz normal, ist auch nicht schlimm. Den können wir uns später ja noch in der Form zurechtdrücken. Und jetzt klappe ich mir meinen Teig einfach etwas zusammen und gebe ihn jetzt in meine Springform. Meine Springform habe ich mir bereits hier schon vorbereitet, und zwar habe ich sie einfach nur eingefettet und sie mit Mehl bestäubt. Das hier ist eine Springform mit einem 26 cm Durchmesser. Und hier hinein gebe ich jetzt einfach den Teig und drücke ihn mir schön zurecht. Und sobald der Teig dann schön gleichmäßig in der Form verteilt ist, nehme ich mir jetzt hier noch eine Gabel und gebe einfach ein paar Löcher in den Teig hinein. Das sorgt einfach dafür, dass der Teig jetzt beim Vorbacken nicht hochgeht und dass er gleichmäßig durchbackt. Und so kommt der Teig jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den vorgeheizten Ofen und wird für 10 Minuten vorgebacken. Solange der Boden jetzt vorbackt, werde ich jetzt schon mal den Belag zubereiten, und dazu werde ich jetzt einfach das Eiweiß mit dem Zucker und dem Vanillezucker hier steif schlagen. Dazu gebe ich erstmal die Eiweiße in die Schüssel, fange an zu rühren und lasse dann nach und nach den Zucker mit dem Vanillezucker einrieseln. So, die Eiweiße habe ich mit dem Zucker und dem Vanillezucker jetzt schön lange verrührt, und zwar so etwa 7 Minuten lang, bis eine schöne Baiser-Masse entstanden ist. Und zu dieser Baiser-Masse kommen jetzt noch die gemahlenen Mandeln hinzu, und diese werden einfach nur vorsichtig unterhoben. Wenn ihr die Mandeln dann unterhoben habt, teilt ihr jetzt die Masse einmal in zwei. In die eine Hälfte der Eischneemasse werden jetzt einfach noch die Johannisbeeren hinzugegeben und miteinander vermischt. So
Somit sind unsere zwei Belege jetzt fertig und wir können sie auf unseren Boden geben. Hier ist jetzt unser vorgebackener Boden und hier drauf kommt jetzt der Belag mit den Johannisbeeren. Und wird schön verteilt. Und zum Schluss kommt jetzt einfach noch die andere Hälfte der Baiser-Masse oben drauf. Das Ganze muss auch nicht so ganz genau sein. Ich finde nämlich, wenn noch ein bisschen das Rosa durchscheint, sieht das Ganze sehr schön aus. Und so kommt der Kuchen jetzt wieder zurück in den Backofen, aber nicht mehr bei 200 Grad, sondern bei 180 Grad Ober- und Unterhitze und wird dann für weitere 30 Minuten gebacken. So sieht der Kuchen jetzt fertig aus und er hat nochmal 30 Minuten lang gebacken, wie ich vorher schon gesagt habe. Und er ist bereits schön abgekühlt, ich habe ihn von der Form rausgemacht und hier auf meinen Tortenteller gegeben. Jetzt werde ich den Kuchen auch einmal anschneiden, dass ihr das Ganze auch mal von innen sehen könnt. So sieht der Kuchen im Anschnitt aus. Hier habt ihr den leckeren Mürbeteig, dann die leckere Johannisbeerschicht und dann nochmal die Baiser-Schicht. Und dieser Kuchen ist wirklich super lecker, da sich die sauren Johannisbeeren super mit dem süßen Teig und mit dem süßen Baiser ausgleichen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und beim Genießen. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Video. Natürlich hoffe ich, dass euch das Rezept gefallen hat und dass ihr es mal ausprobiert. Wie immer würde ich mich über eure Fotos freuen, bei Instagram oder bei Facebook. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann macht es jetzt, so verpasst ihr kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!